Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Never und mit mir, dem Nico. Ja, wir wechseln mal wieder den Server, weil der eine, den wir letztes Mal hatten, nicht existiert. Der ist, glaube ich, irgendwie US East 2 gerade gewesen, Panicked Friend oder sowas. Existiert nicht mehr. Deshalb nehmen wir einfach mal den EU West 1 Angry Friend, den ersten von EU einfach und hoffen, dass es geht. Gerade eben habe ich schon eine Minute, zwei Minuten gespielt gehabt und aufgenommen gehabt, aber Achtung, jetzt kommt der Ton, der gleich laut ist. Ich stelle ihn so schnell wie möglich leise. Okay, der Ton war doch nicht leise, er war laut, er war doch schon leise gestellt. Gut, ich bin hier gespawnt. Merkwürdig, was ich komisch finde, ist, hier habe ich noch weniger Frames als gerade eben. Oh, wurde zu betoniert hier. Ja gut, dann ich würde sagen, dann da wir nichts haben, glaube ich. Ja, mal wieder die Scheiße und sonst nichts Wertvolles. Gucken wir uns einfach mal um. Und es laggt immer noch. Ich heute nur laggy Server. Gefällt mir gar nicht. Oh, da brennt's. Naja. Ja, komm, gehen wir mal checken, was da abgeht. Das ist bestimmt eine Hausparty oder sowas. Kann da reinlaufen, krieg ich Schaden. A Never Surge is underway. Ich weiß nicht, was das heißt. So, gucken wir mal. Never Surge, time remaining. 0%. Das ist da hinten, bei diesem... blaues Museum. Da ist das bloß... geiles Riesengebäude. Da hinten ist, glaube ich, ein Crawler. Ja, nee, nicht kein Crawler, aber so ein anderes Viech. Da hinten sind noch Viecher. Ach man, da dachte ich, heute wird die Session chillig. Da dachte ich echt, heute wird die Session chillig. Ich kann da nicht hingehen, ohne einfach zu verrecken oder so. Das sind zu viele. Checken wir mal die Map. Safe Zone under attack. Was heißt denn das hier? Ist das eine Safe Zone oder? Ich glaube, wir gehen mal einfach zum Riverside Outpost. Da werden wir werden lieber nicht hier lang gehen. Denn zu viele Monster, Dämonenviecher sind nicht gut für die Gesundheit. Und wenigstens für unsere. Ah, jetzt gehen die Frames auch wieder. Es laggt auch nicht mehr. Ja, hört sich das schon mal gut. Okay, wir müssen hier rüber. Die Frage ist, ja, hier lang einfach. Guck mal, vielleicht womöglich jetzt einfach auf einmal durch. Naja. Wir erforschen die ganze Scheiße ja auch erst noch, ne? Boah, ich dachte gerade, da wäre ein Viech gewesen. Da ist ein Viech. Da ist eins. Wir müssen jetzt durch, ohne dass wir gefickt werden. Und da hoppelt er rum, ne? Siehst du uns nicht. Wir sind im hohen Gras. Du müsstest durchs hohe Gras laufen, damit du uns siehst. Wie bei Pokémon. Die Realität muss schon stimmen. Hoffentlich dreht er nicht um. Hoffentlich dreht der nicht um. Gut, wir sind jetzt, da links drüber ist der Riverside Outpost. Die Geräusche sind noch weit weg, das heißt da keine Gefahr mehr. Ich wünschte, ich hätte das nicht gesagt. Da ist eins. Safe Zone. Was sind das für Viecher? Welcome to the Use Message Board, okay. Aha. Die Safe Zone sieht anders da aus. Was gibt's denn hier?
Trade. Ah, für Geld. Wenn ich ihm das da gebe, kriege ich das da. Echt? Das ist ja mega nice. Ich hatte letzte Mal von denen haben wir noch 5 Stück oder 6 Stück gehabt, ne? Das da kriegen wir Munition. Munition. Pillen. Ah, dein Kopf. Ne? Zunge, Munition. Okay, also ich kann mir... Also das hier scheint eine volle eine gescheite Waffe zu sein, ne? Das heißt, wir müssen Monster töten und dann traden, damit wir Waffen kriegen. Ich werde mal... Okay. Also irgendwie... Die scheinen nichts zu machen. Boah. Wow! Alter! Genau. Ist klar. Ja, komm, mach mal. Weg hier. Muss ich die erst schlagen, damit die was machen? Alter. Gib ihm. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ist ja eklig. Weg hier. Meine Fresse, sind die Viecher eklig. Okay. Ich glaube nicht, dass da was zu looten ist. Ich habe nichts auf dem Boden gesehen. Na, aber auch Viecher, um einen abzufacken. Die Hälfte von meinem Leben verloren. Fast. Gut, also hier gibt's... Kann man gescheit traden. Schon mal gut zu wissen. Dann schauen wir uns aber mal weiter um, ne? Hm. Da hinten ist einer. Kurz mal Ausschau halten, weil wenn nicht, dann zerficken wir den einen mal. Gucken, was wir droppen. Tauschen das. Nice, wir können auf den Dingern laufen. Ha. Das ist ja cool. Na komm. Auf geht's. Machen wir den fertig. Hau! Can't fire in the safe zone. Das ist ein Scherz. Mach dich kalt. Weglaufen. Und hier. Gut, wir haben ihn gekriegt. Da ist kein anderes. Irgendwie scheiße auf. Never blood. Blood. Gut, haben wir alles. Ab weg hier. Bevor hier noch mehr ankommen. Ist wieder so einer. Aua! Der greift aber ganz schön schnell an. Ah, Mist. Falsch gelaufen. Ich muss um den rum. Kein Problem, kein Problem. Ist schon mal voll der Kacknoob, ey. Da drüben gibt's was. Loot. Ein Kurier. Das ist womöglich das gleiche wie das, was wir letztes Mal hatten. Das wir rüberbringen müssen zu... ich weiß nicht wem. Okay, darüber springen. Ja, das lief gut. Und jetzt gucken wir mal. Ich glaube, wir kommen... Ja, wir kommen hier hoch. Ah, hier ist noch ein Kurier. Ja, vielleicht geben wir auch beides ab mal. Hier in der Aufnahmesession. Trade. Trade ein MTO-Package für... Ach, das ist ein anderes Päckchen. Ich dachte schon, Alter, das wäre mega cool. Gut, wir haben jetzt dieses Päckchen. Deliver this package to the red trader in the Lakeside Safe Zone. Lakeside Safe Zone, okay.
Green Trader in einem Museum Trading Outpost. Okay. Und das ist der Mongo, den ich, nicht annehmen will. Gut. Das wüsste ich aber gern. Ich hatte vor, diesen Händler. Wer ist denn der? Habe ich nicht. Ist denn der Händler, den wir vorhin hatten? Hier? Nee. Ist auch wieder so einer. Ist hier lang? Ja. Kurz mal umschauen. Der war doch... Der war schon hier, ne? Ich bin nicht blöd. Wir sind am Riverside Outpost. Outpost. Ja. Und so weiter. Na, geben wir die Scheiße mal dahin. Nee. Gehen wir mal gucken, was wir für unseren Drop hier kriegen. Da haben wir die einen getötet, okay. Das ist hier, das sieht schon mal richtig aus. Ich glaube, wir waren nur auf der falschen Seite. Ja, wir waren auf der falschen Seite, komm. Ja. Kannst mich mal... Und hier geht's... Ups. Hier geht's... Oh. War das der hier? Was ist das denn? Ein Kopf. Ein süßer, süßer Kopf. Da, Trade. Haben wir nicht irgendwas davon? Mal gucken. Wir haben so ein... Bone, ein Never Bone, Never Blood und Schrägkarton. Gucken wir mal. 5 Bones brauchen wir. Bräuchten wir. Aber wir bräuchten da viel mehr von. Sehr geil. Das. Gib dir das da. Übrigens ist es voll das seltene Item. Okay. Im Grunde haben wir mit dem einen, den wir da gekillt haben, also echt nichts gekriegt. Oder der hat nichts fallen lassen. Gut, dann gehen wir mal gucken. Wir wollten, also was ist das? Lakeside. Kann nochmal nachschauen. Inventar. Red Trader Lakeside Safe Zone. Lakeside ist hier. Wir müssten also hier einmal langlaufen bis darüber. Das werden wir nie überleben. Das andere ist das Museumsding da hinten. Naja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, wir werden auf dem Weg sterben. Tschüss, schöne Monster, Dämonen, Viecher, Gedöns, Zeug. Bis morgen. So. Ja, einmal schnurstracks hier lang. Echt merkwürdig. Ich habe heute irgendwie halb so viele Frames wie gestern. Habt ihr den gehört? Ich auch. Oh mein Gott. Nichts gemacht. Alter! War das ein Fetter? Lol. Nicht mal gesehen, wer das war. Wir haben nicht mal gesehen, wer das war. Oder was es war, würde ich sagen. Ja, toll. Da hinten liegt unser Zeug. Und wir sind hier. Boah, das ist jetzt scheiße, ne? Ich sterbe irgendwie jedes Mal. Naja, aber dieses Stadtdings nervt mich langsam. Ich weiß nicht, also da... Package. So. Wir spielen jetzt mal... Was gar nicht buggy ist. Springen jetzt von hier. Alter. So, wir springen jetzt von hier. Richtig waghalsig. Hier runter. Hat nicht wehgetan. Wir haben keine 200 Leben verloren. Nein.
niemand gesehen. Gut, ich glaube, hier kriegt man Geld und XP hauptsächlich durch Delivery Missions, also sowas eben. Blue Trader Riverside Trading Outpost Bar. Waren wir gerade? Beide. Riverside Outpost. Dann machen wir den anderen, den Weg andersrum. Wir müssen geradeaus hier und dann irgendwann rechts. Laggy, 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 laggy. Ja, also mit so einer Frame-Rate. Ja, Leute, ich bin kurz mal was checken. Bin gleich wieder da. Kleinen Moment. Obwohl, hat sich gerade eben scheinbar doch wieder wenig gebessert. Too heavy. Okay. Das ist also alles der gleiche. Ja, hier liegen voll viele von denen. Naja. Ach, ne Maus. Kann man nicht töten. Schade. Ah, warte mal. Ja, wir sind schon auf dem Weg. Gut. Ich glaube, das, was uns vorhin getötet hat, war schon ein ziemlich dickes Viech. Schließlich hat er uns ge-one-hitted. Also das heißt, One-Hit im Sinne, wie viel wir noch übrig hatten. Jetzt dachte ich, weißt du, können wir uns so hinhocken und dann sieht da uns keiner. Aber falsch gedacht. Alle sehen uns. Alle wollen uns. Wie immer. Kann man ausnehmen. Ups. Wir sind im Wasser gelandet. Wie in Minecraft. Kein Problem. Man kann im Wasser landen von... Ich will essen. Okay, warte mal. Das machen wir mal so. Drop. Hebst du die Scheiße auf? Drop mal was anderes. Drop. Aufnehmen. Consume. Gut, dann nehmen wir das wieder mit. Nimm! Warum steht da jetzt too heavy? Kann nicht sein. Wir hatten nicht eben... Habe ich jetzt an Dingsness verloren oder was? Alter, was ein Fickspiel. Ich peil das nicht. Naja. Gut, nur weil ich es nicht peilen muss, ist nicht heißen, dass es ein Fickspiel ist. Ich glaube, ich habe auch kein Backpack. Ich glaube, so ein Backpack macht dir halt einfach, dass du mehr tragen kannst. Also LBS-mäßig. Also Kilo-mäßig. Ah, komm. I wollte ich drücken. Hier... Nee, ich wollte das drücken. Ich wollte schon M drücken. Verdammte Scheiße. Gut, alles geradeaus. Irgendwie 4 Blöcke. Und sieht keiner. Und... Sieht keiner. Das da hinten ist niemand. 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 Mm-mm. Wir gehen auch nicht durch dieses Häuschen, um uns zu verstecken. Vergeblich. Bam, Alter. Ich bin so ein Slayer, ey. Kannst du nix hier, ne? Versuch zu verstecken Nummer 1 ist gescheitert. Und wir sind erst in Old Burnham. Hammer? Ja. Da.
Okay. Hier ist also ein wenig Party angesagt. Party finde ich immer gut. Aber in dem Spiel finde ich, dass Party nicht so geil ist. Am meisten, weil ich hier nicht so geil wiederbelebt werden kann wie in Borderlands. Und wir wollen auch nicht gesehen werden. Am wenigsten von dem einen Dicken. Von dem ich übrigens immer noch nicht weiß, ob es überhaupt einer war oder einfach nur ich dumm bin. Karte. Die Karte sagt uns, der Weg stimmt. Der sieht uns nicht. Ist gut. Lauf weg. Hab Angst vor mir. Fürchte mich. Renn. Ist da noch einer? Nee, das ist ein Auto. Da ist einer. Gehen wir mal nicht da lang. Ja, wir laufen jetzt durch die Häuser durch, das ist praktischer. Oh, kann man hier wieder searchen. Ja. Nice. Wir können uns endlich verteidigen. Wir können uns nicht verteidigen. Pistol Frames bringen uns einen Scheißdreck. Dämonengeräusch. Da hinten. Ach, das ist ein Drache, ein fliegender. Boah, genau auf dem Weg von uns, ne? Wunderbar. So was mögen wir. Geh mal da lang. So. Da geht's nicht durch. Dann gehen wir hier lang. Das ist für mich sicherer. So, jetzt gehen wir hier alles schön geradeaus bis zum Dings Outpost. Geben dann das Päckchen ab. Sind glücklich und dann gründen wir eine Familie. Da war einer. Hab ihn gesehen. Da hinten steht der Dicke auch noch. Der hat uns nicht gesehen, oder? Nee, der hat uns nicht gesehen. Soweit scheint die Range also zu gehen. Wir müssen alles geradeaus nehmen. Rennen wir mal noch ein Stückchen. Ich höre hinter mir Geräusche. Hätten aber auch meine eigenen sein, weil ich gerade renne. Wie ein Weltmeister. Was mich never stört, ist, dass man überhaupt nicht auf die Seiten gucken kann oder so. Also du, während wir rennen, du kannst halt echt nichts machen während rennen. Du kannst einfach nach vorne stumpf nach geradeaus gucken, als ob der Typ einfach wirklich so einen steifen Hals hätte, bis zum geht nicht mehr. Okay, ja. Ich würde sagen, wir sind gleich in der Safe Zone. Mehr hoffe ich es eigentlich, als dass es vielleicht stimmt. Ausdauer weg. Komm. Das ist schon richtig hier. Hier wollen wir hin. Komm, Ausdauer, regeneriere dich. Zack. Safe Zone, ja! Okay, und wir müssen es zu wem bringen? Zu Blue Trader. Der blaue. Das ist grün. Soweit ich mich von Farben noch auskenne. Sagen. Soll das dann der blaue sein oder wie?
Minecraft Guns. Ah, doch. Ja, lass machen. You can trade or craft at shops in safe zones. Have lads craft these parts. Okay. Take this package to the order. Continue at call. Okay. Craft. Craft. Yep, dann haben wir alles gemacht, was wir machen können. Ich weiß zwar nicht genau was, aber... Was ist denn das jetzt? Can gun. Ach, wir haben jetzt auch eine Waffe. Nice. Das ist natürlich nice. Also mit einem Pistol Frame kann man scheinbar mit einer Ressource noch eine Pistole herstellen. Gut, dann haben wir den roten, dann haben wir den grünen. Ich suche aber den blauen Trader. Ach, das ist der da oben. Alles klar. Also ich glaube, ich habe ihn so gesehen, oder? Ja, wir haben ihn. Exchange Items. Gleich nochmal. Jetzt haben wir 600 Geld, Alter. 600 Geld, ey. Player Level increased Level 3. Ja, wir sind halt einfach Pro. Kann man einfach nichts anderes sagen. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Und ich glaube, wenn ich gleich runterfalle, freue ich mich. Aber, ein anderes Teil. Trade succeeded. Ich kann euch gar nicht schießen, der Safe Zone. Ich wollte gerade einen Schuss abgeben, so spaßeshalber. Character, Stamina, Survival, Strength. Gut. Damit würde ich sagen, für heute gleich nochmal. Wir machen hier einfach die Sachen drauf, kriegen dafür XP. Ich finde sowas geil. Silently pick up, denke man kann uns auch was helfen. Ne, aber wir sind Level 4, genau. 2, 3, 4, okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss!